Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu eurer Tagesbotschaft, meine Lieben. Wir starten auch sofort los. Wir gucken, was heute in dein Feld kommen möchte oder in unser Feld kommen möchte. Was ist heute für eine Energiebotschaft, Message? Was dürfen wir beachten? Was für Möglichkeiten haben wir? Sage ja. Oho, also wir haben hier ein Pärchen, ja, da macht dir jemand ein Angebot oder einen Heiratsantrag oder fragt dich etwas oder es kann auch im Allgemeinen etwas sein und du sollst bitte ja sagen. Wir haben hier positive Ausrichtung, ja, also etwas Positives, wo du bitte dich, wo du offen bleiben sollst, wo du, sag einfach mal ja. Lass dich drauf ein. Das ist zu viel. Du bist nervös, ne? Seitdem ich gesagt habe, sag ja. Haben wir hier noch eine Message? Eine klare Botschaft hätte ich gern noch. Bekommen wir hier noch etwas? Irgendwie fühlst du, dass du hast Schwierigkeiten mit dem Ja sagen, ja? Es ist wie als wenn du hier auf einem Eisberg stehst, ja? Du, einer der Pinguine, und sagst, oh, stopp, wir können nicht ins Wasser springen, da ist ein Hai. Vielleicht findest du eine Situation heute auch sehr, sehr gefährlich oder du sagst, nee, da habe ich irgendwie ein Gefühl, ich möchte gar nicht ja sagen, weil ich möchte nicht zum Hai ja sagen. Mhm. Aber die Message ist hier trotz alledem, lass los, vertraue dem Fluss. Ja, also auch hier bitte, wir haben hier Stopp, haben wir eventuell das Ego, was hier sich bei dir meldet. Ja, ich muss es mal ein bisschen rüberschieben, meine Lieben. Ja, was sich hier meldet und sagt, nee, lieber nein, alles erstmal ablehnen, aber lass mal los. Das ist auch eine Situation heute, wo du eventuell sehr angespannt bist, ja, und du sollst dich trotzdem darauf einlassen. Also dann haben wir es hier mit Ängsten zu tun, wenn du sagst, dieser Mensch gefällt mir nicht oder dieser Mensch hat irgendwas Negatives, frag dich mal, warum ist hier so ein Trigger bei dir? Ganz wichtig. Meine Lieben, wir schauen uns das Ganze aber nochmal mit dem Tarot an. Was gibt es hier für Botschaften? Was ist das hier? Für den heutigen Tag hätte ich bitte gerne ein paar Impulse. Königin der Schwerter. Doch, Leute, das ist hier ein direktes Angebot, was ihr hier bekommt. Und zwar könnte das hier ein Angebot in beruflicher Hinsicht sein. Ich sehe dich hier als Königin der Schwerter. Ja, du überlegst nicht lange, du sagst halt stopp, erstmal nicht. Es ist aber hier etwas, was dir Stabilität und Sicherheit bringt. Und eventuell ist das etwas, wo du im Team arbeiten könntest oder im Team agieren könntest, ja. Und es sorgt auch für dein Vorangehen. Also es ist etwas Neues, was du nicht kennst und wo du sagst, oh nee, ich will das aber nicht. Und die lichtvolle geistige Welt sagt, doch, lass mal los, es ist gut für dich. Du sagst ja nur nein, weil du das nicht kennst. Vielleicht kennst du keine Teamarbeit oder vielleicht hast du noch nie ein Team geführt. Ja, hier ist etwas, wo du einen neuen Bereich begehen wirst, wo die lichtvolle geistige Welt dich aber heute sieht, wo du einen neuen Weg gehen sollst. Ja, so, wir gucken mal. Seelenbotschaften. Reiße die Mauern um dein Herz nieder. Gib und empfange Geborgenheit und Wärme. Ja, und das ist genau das, was hier letztendlich gezeigt wird. Also du darfst hier wirklich, sag mal ja, damit du Stabilität bekommst, damit man dir etwas geben kann, damit du dich weiterentwickeln kannst, damit du neue Wege gehen kannst. Ganz, ganz wichtig hier. Also auch hier wieder, lass bitte gerne los, ja. Guckt mal, auf der Unterseite des Kartendecks, neue Strategien sind nötig. Finde den Weg zur Liebe und zum Glück. Wir haben hier
ein Liebespärchen. Die Liebe kann auch sein, die Liebe zur Arbeit. Ja? Oder natürlich auch eine Situation, wo du in der Liebe eine gewisse Art der Stabilität leben kannst. Und diese Art, wie man auf dich zukommt, kennst du hier vielleicht auch noch gar nicht. Mit so viel Liebe, mit so viel lichtvollem Dasein. Ja, ob es der Arbeitgeber ist oder auch ein Partner, der auf dich zukommen möchte. Auf jeden Fall nutze diese Chance, die sorgt für dich, für Stabilität und Sicherheit. Es ist etwas Neues, entweder auf der beruflichen Ebene oder aber auch in deiner Liebe. Und wenn du hier erstmal Nein sagen möchtest oder sagst erstmal Stopp, ja, dann ist das, dieser Hai ist dann eine Person, die dir etwas mitgeben möchte, was du so in der Art und Weise noch nicht kennst. Verschließ dich bitte nicht. Es ist für dich etwas Positives. Lasse los, vertraue dem Fluss und du wirst sehen, am Ende sagst du dir, Gott sei Dank, dass ich doch mich darauf eingelassen habe. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag. Bis dann, macht's gut.